Willkommen zurück zu Battles of Rome. Ich habe ja gerade die letzte Aufnahme angehört. Ich glaube, man hört den Ventilator nicht allzu krass. Also von daher. Lasse ich den mal laufen. Ach. Lass mich mal kurz das Thermometer checken hier. Ja, 30,6 Grad fängt es gerade an. Na gut. Eine Karte zum Abwerfen wählen. Ja, lass mal die hier rausschmeißen und das wäre auch nicht so gut gewesen. Na, egal. Egal. Gut. Dann. Wirfst du doch bitte mal das Ding hier wieder weg. Führst einen kleinen Multi-Angriff aus. Dann blutest du schon mal. So. Was hätten wir hier noch? Die zwei. Moment, hast du auch? Ja, du hast auch zwei. Nice. Es stellt sich nur die Frage, wer macht mehr Schaden? Wenn da überhaupt ein Unterschied besteht. Auf wen geht ihr denn alle? Ja, okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dich packe ich mal nach hinten. So, du hast schon mal 12 Blutungsschaden. Du bekommst auch gleich Blutung. Auf den Sack. So, und du könntest noch jemanden treten. Ja, du. Wir sparen uns mal komplett den Schaden. Dann ist der nächste Runde schon mal im Arsch. So, nur der hintere ist dran. Wir werfen weg das Billo-Teil. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Erschöpfung irgendwie reinkriegen. Also wir haben mehr Ziele für die Gegner, aber irgendwie... Irgendwie... haben wir immer noch am Ende von unserem Zug Punkte übrig. Hat dann noch jemand mehr Life? Oh, eins zu wenig für die Karte. Okay, lass mal gucken. Du bist down. Dein Angriff ist egal, deiner auch. Warte mal. Naja, wurscht. Moment. Verleiht Konterfunktionskurs, verleiht 6, wann immer dieser Charakter einen Gegner in der eigenen Bahn angreift. Ach so. Mit Verbannung. Ja gut, dann bringt das jetzt. Na egal. Bringt das jetzt gerade nicht so viel. Okay. Auf wen müssen wir denn noch? Auf alles hier. Und du kannst mal direkt den da nehmen. Wem wollen wir denn noch hier Blutung zufügen? Gleich mal hier oben? Ja. Weggeworfen wird. Wie ja, der soll das da? Oh, gut. Dann heilen wir hier hinten zumindest. Ja, wir müssen eh alles auf den hier drauf kloppen. Für jedes Bluten. Kacke. Na egal.
Passt schon. Nicht so viel, ne? Okay, was werfen wir weg? Das, ja, gut, 12 Schaden ist eigentlich... passt schon. Ja, das ist schon... geht schon gut, geht schon gut. Positionen tauschen wäre auch interessant. Nehme ich jetzt. Auch wenn Gift natürlich für mich immer sehr reizvoll ist. Landstreicher. Den gucken wir uns mal an. Ich sehe vielleicht nicht mehr, aber ich kenne einen Soldaten, wenn ich ihn sehe. Helft mir aus der Patsche und ich zeige euch etwas, was sich alt in Jahren im Leben gehalten hat. Eine Fähigkeit spenden, aber dafür ein Talent nur auswürfeln. Jupp. Machen wir. Ich gebe dir mal hier das Ding. Und Talent neu auswürfeln. Das hier haben wir noch nicht so wirklich gebraucht, ne? Das ist erst mit geileren... ah, wie heißt's? Mit geileren Rüstungen recht interessant. Ich muss jetzt halt eins nehmen, ne? Okay, nehme ich das da. Tauscht die Position mit dem verbündeten Ziel, fügt zweimal versteckte Klinge hinzu. Okay, wandelt die nächsten drei verdorbenen Karten in deinen Ziehstapel in versteckte Klinge um oder nehme die primären und sekundären Waffenkarten dieses Charakters auf deine Hand. Okay, nimm mal das da. Der Jägerkastor. Elitekampf beginnen. Zwischen zwei breiten Palisaden, die von den Rändern zur Mitte der Straße reichen, erwartet dich ein Biber, dessen Armbrust dir beinahe größer scheint als er selbst. Will ich das? Komm, wir machen den Elitekampf. Als du, ach, das ist eine, ah, deswegen die Jäger, okay. Als du dich den Palisaden näherst, lädt der Biber seine Armbrust mit einem gefährlichen Lächeln. Je näher ihr kamt, desto mehr erschien mir das Klirren eurer Gürtel wie das Klimpern von Goldmünzen in meiner Pfote. Ich bin sicher, ihr habt ein Herz aus Gold und gute Gründe, das zu tun, was ihr tut. Aber das kümmert mich nicht. Ich werde dieses Herz aus Gold aus eurer Brust reißen. Du solltest lieber zusehen, dass du dein Herz bei dir behältst. Ja gut, schauen wir mal. Was ist das hier? Barrikaden. Werden Ziele hinter dieser Einheit angegriffen, wird der Schaden um die Anzahl der Stapel von Bla verringert und stattdessen dieser Einheit hinzugefügt. Aber er steht ja in der Mitte, oder? Also von daher sollten wir da eigentlich kein Problem haben, oder? Ja. Wie viel Schaden machst du? 15. Kann ich da... er ist halt schon dick, ne? Ich glaube, den Schaden nehme ich jetzt da mal. Ich glaube, wir kriegen den One-Hit weg. Jetzt nur nicht... es nur, nur zwei spielen hier. Ja, nice! Oh, wie gut!
Oh. Oh Mann. Oh Mann. Schön, oder? Und wir kriegen Castors Armbrust. 15 Schaden gegen Vitalität fügt deinem Ablagestapel Nachladen für diesen Charakter hinzu, sofern diese Karte nicht bereits existiert. Das hier wird verbannt. Nachladen platziert die primäre Waffenkarte des Charakters von einem beliebigen Ort auf deinen Ziehstapel. 15 Witschaden. Ich nehme das Ding jetzt einfach mal mit. Ich glaube, das hier könnte ich auch wieder tauschen. Na, wobei, nee. Ich nehme das Teil mal mit. Oh, das war ja nicht so, wie er sich das hier erhofft hat. Aber ich fand's geil. Ja, Schnieke. Da hatte ich ja genau die richtigen Karten auf der Hand und die richtige Idee. Okay, wie schaut das aus? Okay. Dann hol uns mal eine extra Karte. Rotation, tauscht die Position mit einem ausgewählten Truppenmitglied. Guck mal, ob wir das brauchen. Alle gehen auf ihn hier. Das ist ein bisschen, ja, dicker Schaden. Fünfzehn. Wir haben echt nicht viel Zeug hier auf der Kante, ne? Wir können natürlich dafür sorgen. Bin kurz am Überlegen, wenn ich hier die Position tauschen würde. Hätte ich wenigstens 24 statt 14. Ich kann aber auch einfach hier auf 29 gehen. Das reicht dann ja auch. Ja, dann kann er zwar die Runde gar nichts mehr machen, aber das ist auch relativ. Ist relativ egal, wie der nichts mehr machen kann, ist die Runde. Wir sorgen mal zumindest für ein bisschen Blutung. Scheiße, jetzt habe ich das Ding verdüdelt, ne? Jetzt habe ich das Ding verdüdelt! Ach, ich wollte gerade sagen, das kannst du. Nee, kannst du nicht. Nee, passt schon. Das ist völlig okay. Wir können jemanden wegtreten, das ist nicht schlecht. Spiegelt hier 35. Nice. Auf wen geht dir denn alles? Du bist hier oben hin für 8. Für 8. Für 8. Wir müssen eigentlich nicht groß was machen. Aber wir können ja auch einfach mal hier so noch ein bisschen. Vorbereiten. Und wir können auch einen nach hinten treten. Komm, tschüss. Nein, ich wollte den nach hinten. Oh, ich wollte ihn wegwerfen. Entschuldigung. Gar nicht mal so erfolgreich. Okay. Will ich jetzt da was weghauen? Da wären 5 Blutungen. Nee, warte, ach, wir können da hinten. Nee, ich schmeiß mal nichts weg.
12 und 18. Alter. Kriegen wir den? Oh, ich hätte... Ich depp, ne? Ich depp. Um den hinteren müssen wir uns eigentlich gar nicht mal wirklich kümmern. Kacke! Das ist nicht so geil gelaufen. Ja, wir kriegen auf den Segel. Oh, oder auch nicht. Da sieht man mal, wie gut ich das Spiel verstehe. Das ist alles Zufall, was ich hier mache. Alles Zufall. So, auf wen gehst du? Ja, wir brauchen nur 2 Damage. Da sollten wir das aber vielleicht mit, na, warte, stopp. Das machen wir mit dir. So, der ist weg. Dann können wir den auch... Ja, okay, okay, okay. Da kommt dann hier noch ordentlich Blut dazu. So viel wie geht. Ich liebe das. Ach, ist das schön. Ah, mir gefällt das Spiel echt gut. Aber so richtig. So, was sehen wir denn diesmal? Wirft alle verdorbenen Karten ab? Nee. Wir sollen mal irgendwas machen mit verdorbenen Karten. Mit den niedrigsten Witz 6 Schaden? Ja, ist umsonst. Ja, ich nehme die scheußliche Wunde. Bluten wird nicht mehr reduziert. Flinkfüße, Karten kaufen, Skrupel untersuchen und Häftlinge. Was? Informantenmission? Das sind die Zellen, die sich die Familie des Informanten gesperrt haben. Ja dann. Gehen wir da gleich mal rein. Du dringst in das Gefängnis ein und erspähst mehrere schwere Zellentüren an der gegenüberliegenden Wand. Als du dich näherst, bemerkst du, dass in die mittleren beiden Türen ein paar Krähenfüße eingeritzt wurden. Hier bist du richtig. Als du dich zu dem schweren, eisernen Schloss herunterbeugst, hörst du aus einem Gang in der Nähe bereits das Gepolter der Wachen. Du vermutest, dass ihnen schon bald weitere folgen werden. Entweder gehen oder... Ja. Wir versuchen alles. Wir versuchen alles. Was wird abgeworfen? Das hier brauchen wir jetzt gerade nicht. Dafür haben wir den Scheiß. Ah, ist egal. Ist eigentlich alles relativ Wumpe. Weil wir eh nicht sonderlich viel haben. Haben wir was? Gerade geguckt, ob wir irgendwas haben von wegen... warte mal, der macht 20. 12 hier, 12 da. Wenn ich mir hier oben... Wenn ich mir hier oben den da hole, dann können wir ja schon mal komplett auf den hinteren Segel gehen. So, dann kriegst du noch den da und den da. Wir könnten sogar noch einen nach hinten treten. Ja komm, dann treten wir den mal. Dann kriegt er erstmal nur hier ein bisschen Schaden. Was kommt weg? Ja, das Ding jetzt erstmal.
mehr. Bumps. Okay, 7 Schaden müssen hier drauf kommen, dann können wir die 20 ignorieren. Die 10 und Blutung, ja, okay. 7 Schaden, wie machen wir das? Ja, müssen wir so machen. Schade drum. Ach, das gibt keinen extra Blutung? Ach, weil wir keinen Schaden zugefügt haben. Ah. Okay. Ich blute ein bisschen. Aber die hätten wir schon brauchen können, ne? Na egal. Wer ist dran? Du bist dran. Ja. Wir brauchen echt eine dickere Rüstung. Ja, für das alles hier, ne? Vor allem erstmal das benutzen. Und dann den hier, um das Zeug zu entfernen. Oh. Entfernt Bluten, Schnieke. Aber der Rest? Den Rest brauchen wir nicht. Okay, Konfrontationskurs. Das können... Wen gehen wir denn zuerst? Okay, pass auf. Machen wir das so? Holen uns da schon mal ordentlich Zeug und dann haben wir da trotzdem noch ein bisschen so drauf. Ja, auf die hintere Reihe, bitteschön. Ja, das hätte da hinten nicht viel Sinn gemacht. Wäre da hinten etwas sinnfrei gewesen. Okay, du stirbst. Das heißt... Wir bluten hier mal ordentlich rein. Ja, der Trupp gefällt mir. Der gefällt mir. Kling, klang, klong. Zack, weg mit dir. Fügt der Reihe 5 Schaden und 3 Anfälligkeiten hinzu. Ja. Alle am Level Up. Was hält das hier erstmal? Immer wenn er Karten abwirft, erhält er einen Life. Wann immer der Charakter eine Karte spielt, die 3 oder mehr kostet, erhält er eine Ausdauer und zieht eine Karte. Uff. So viel haben wir davon nicht, ne? Noch nicht. Ja komm, dann ziehen wir einfach eine Karte, das ist nicht so prickelnd, ne? Rachsüchtig. Vielleicht 5, wann immer ein Verbündeter stirbt. Ja gut, das wollen wir doch verhindern. Wird dieser Charakter am Ende der Runde von 3 oder mehr Gegnern anvisiert? Ja... Scharfe Klingen erhält mit jeder generierten versteckten Klinge einen Stapel. Alle versteckten Klingen verursachen zusätzlichen Schaden in Höhe der Stapel von scharfe Klingen. Ja, aber auf jeden Fall. Und du bekommst... Ja, du nimmst auch das hier.
Kurz nachdem die letzte Wache zu Boden gefallen ist, gelingt es dir, die Tür zu öffnen. Vorsichtig klettert die Frau deines Informanten heraus. Du führst sie in eine Ecke, als bereits neue Schritte den Flur entlang poltern. Ja, gut. Die gleichen nochmal. Das ist jetzt nicht unbedingt allzu schlecht. So, einmal konfrontieren. Ah, warte mal, sind das einfach nur die Talentkosten? Okay, das muss ich dann deutlich weiter benutzen. Machen es genau wie vorher. Wir hauen auch schon mal da hinten drauf. Ah, warte mal, das ist hintere Reihe, ja. Machen wir und dann ist das eigentlich alles relativ schnieke. In den oberen Gebieten müssen wir uns nicht mehr kümmern. Was schmeißen wir weg? Ja, das da kommt erstmal nach hinten. So, du brauchst 13 Damage. Du brauchst keinen Damage mehr. Wunderbar. Passt alles. Ich war irgendwie der Meinung, dass diese Speziesfähigkeiten nur einmal im Kampf getriggert werden können, aber vielleicht auch nur einmal die Runde. Das kann auch sein. Ich werfe jetzt mal das Ding hier weg. Wir gehen hier voll auf Angriff. Ja, ne, das ist, ja, lief gut. Das lief super. Ja, jemand nach vorne ziehen. 8 Witzschaden bei... Nach vorne ziehen wäre vielleicht nicht schlecht. Als du die zweite Zellentür aufreißt, stürzt ein junger Wolf daraus hervor und läuft zu seiner Mutter. Du erklärst der Frau des Informanten den Fluchtplan und sagst ihr, wo sie ihren Mann treffen kann. Du schickst die beiden Wölfe eine dunkle Gasse hinunter und sagst ihnen Lebewohl, ehe du wieder auf die belebten Straßen hinaustrittst. Als wäre nichts gewesen. Als wäre nichts gewesen. Bei Ablauftruppe leidet 5 Schaden. Das ist wieder mit Verteidigung, ne? Nee, ich spare mir die Schaden mal. Zweimal Ketten erhalten. Ziehe das Tor zur Kanalisation um 3 nach oben. Auch interessant, dass hier echt viel Zeug für die Kanalisation und sowas dabei ist, ne? Ja, das nehme ich. Das nehme ich. Und wir gucken uns auch nochmal nach Rüstungen um. Abenteurerausrüstung. Moment, verleiht am Ende der Runde für jeden verbleibenden Punkt Ausdauer des Charakters 5 und 1. Ja gut, anstelle von dem hier nehme ich das mal. Schnelle Reflexe. Eine Stufe aufsteigen. Das könnte ich mit Islington gerne machen. Ja. Die Wachen rücken näher. Du musst jetzt schnell handeln, wenn du... Aber bei wem wirst du Rat suchen? Islington. Mit gutem Rat gelingt es dir, den Kampf zu vermeiden. Deine Begleitung scheint stolz auf ihre Leistung und verweist auf ihre schnellen Reflexe. Stufe aufsteigen. Nice. Dann machen wir jetzt mal wirklich den hier.
Fügt Giftkaskade zu. Wann immer das gegnerische Ziel einen Statuseffekt erhält, erhält es ebenfalls 2 Gift. Ja. Ja, bitte. Der Jongleur. Karten kaufen? Ja, wir gucken mal. Zieh die nächste Talentkarte dieses Charakters aus dem Ziehstapel für 1. Karte abwerfen für 3. Zieh eine Karte je Charakter in der hinteren Reihe. Wirft alle verdorbenen Karten ab. Ja gut, nee, danke. Wir waren schon mal bei ihm und das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten, ne? Ab in die Taverne. Wir gönnen uns noch jemanden. Rainy Idewick, Willem Jorikson oder Fenwick Thorsunder. Das hört sich schon am geilsten an, aber lass mal gucken, was die alles haben. Du hast eine Großaxt, 14 Schaden für 3. Karten abwerfen gibt dir. Mhm. Ja, überzeugt mich jetzt nicht so. Das 14. 10 Schaden, aktiver Charakter in der hinteren Reihe plus 5 Schaden. Das wären also 15 Schaden. Ja, da würden wir aber eh die Armbrust reinschmeißen wahrscheinlich. Das ist auch interessant. Und was hast du? 3-3. Oh. Ne, wir holen uns. Warte mal. Ah, ich habe nicht 8,50. Schade. Sonst hätte ich vielleicht 2 Leute genommen. Ne, wir nehmen Willem. Ihn nehme ich mal an. Dann lass mich mal kurz hier gucken. Jorikson. Na! Falsch. So. Jorikson, du bekommst jetzt mal das Ding in die Hand gedrückt. Ja, 14. Das andere haben wir auch nicht. Kampfposition. Jorikson, du gehst aber hier nach hinten, hinter den großen dicken Bären. Der Bär und die 3 Wiesel. Gefällt mir. Sagt mir zu! Ja. Das Torhaus! Das betreten wir nächste Folge, Leute. Macht's gut, bis dann und ciao.